Mein Hund beißt jeder hübschen Frau ins Bein. Er rät sich ein, der Klapperstorch zu sein. Sie glauben gar nicht, wie der an der Leine zieht, wenn er ein paar besonders hübsche Beine sieht. Mein Hund beißt jeder hübschen Frau ins Bein. Und ich lad sie zum Kaffee ein. Und wenn sie um den Hals mir fällt und sagt, mein lieber Hans, dann wedelt er vor Freude mit dem Schwanz. Ist ein tolles Lied, nicht? Hat mir gut gefallen, nicht? Ich kenne das ja auch mit den Hunden, nicht? ich habe ja zu Hause habe ich ja einen Jachthund, nicht? Einen richtigen schönen. Und manchmal trinke ich so auch diese kleinen Dinger, nicht? Ganz niedlich, ganz putzig, die kleinen Dinger, nicht? Also unwahrscheinlich, dieses Lied ist toll, wie der Heidenreich darauf gekommen ist, nicht? Hätte von mir sein können. Eine tolle Nummer, nicht? Wirklich interessant, auch die Form, wie das bringt. Großartig, weitermachen, setzen, eins, nicht? Tschüss. Herrschaften. Ist jetzt also wirklich schon ein Hammerstück gewesen, was der Heidenreich da am Interpretieren war. So was von Volltreffer in der Melodie und Text. Ich meine, das ist ja von den Rabe gewissermaßen, aber die Interpretation, so hat von rührselig, man sieht die Hunde direkt vor ein in die Beine beißen, nicht? Schön in die Schenkel rein, nicht? Bei so kleinen Häschen immer schön in die Wade, ne? Wichte man ja selber, ne? Hund sein, gewissermaßen, ne? Also, ganz super Lied da. Kann der Grand Brecht die Chanson da mit der Lena, da kann er einpacken. Ne? Wenn der jetzt da in der Öffentlichkeit am Wehren wäre. Ne? Ich meine, wenn er jetzt da, ja, ihr wisst schon, ne? Also bis dann, ne? Tschüss. Also, ich finde das Lied nicht schlecht. Ich könnte das auch singen. Aber ich habe zu viel Volumen im Bauch und deshalb kann ich das nicht so gut singen. Also muss ich das weiter den Heidenreich überlassen. Sie wissen ja, alle Leute werden bleich, singt bei uns der Heidenreich. Der muss schon ein Ex-Kanzler ran, also bis denne. Ich darf mir mal vorstellen, mein Name ist Krieger, ich komme aus Hamburg. Hamburg kennt jeder, Tor zur Freiheit. Ich habe gerade das Lied gehört und muss sagen, fantastisch, nicht? Fast schöner als ein Seemannslied. Also, mach weiter so. Kann ich nichts weiter zu sagen, eigentlich nur richtig geile Nummer. Wenn ich da schon die Öhrchen spitze, dann Hut ab, also spitzenmäßig, ne? Ganz große, geile Nummer. Da kann man ja verschiedener Meinung sein. Ja? Die einen denken so und die anderen denken so, aber wenn ihr meint, dass dieses Arschloch singen kann, will ich mich da nicht raushalten oder als Außenseiter gelten, dann lasse ich da fünfe gerade sein, wenn ihr meint, dass dieser schmerzfreie Typ da auf die Bühne soll, dann macht's ruhig. Aber leck mich am Arsch. Das war das letzte Mal, dass ich eine Meinung gebe. Hallo Freunde. Hier spricht euer Peter. Ich habe gerade von dem Lied gehört, als ich mit meiner Harley unterwegs war. Ich muss sagen, ein geiles Stück. Eine gute Nummer. Tschüss.